Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 in der Full House Challenge. Und hier gab's Musik, und zwar der Flohmarkt, aber der interessiert uns nicht. Wir haben einen Tantiemenbericht für Luciens Bücher und für ihre Bücher. Phyllis. Ich habe ganz kurz ihren Namen vergessen. Sachen gibt's. Okay, nein, 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 nein. Nimm dir bloß keinen. Oh. Zu spät. Ja. Stellt's auf den Boden. Nein, er stellt's zumindest auf die Theke. Dann darfst du jetzt mal alles ernten. Aber er ist ja eh der Pflanzenheini, oder? Drei Pflanzen veredeln. Klicke auf eine Pflanze und wähle veredeln. Sims können diese Interaktion freischalten, indem sie ihre Gartenfähigkeit verbessern. Veredeln. Gut. Nimm erstmal die ganzen Früchte, damit wir sie mit dir verkaufen können und nicht bei irgendwelchem Sim im Inventar sind, wenn wir Gartenarbeit jetzt machen und Haushalt. So, Level 6 der Gitarrenfähigkeit. Das ist nämlich gut. Das wollten wir auch. Naturforscher. Okay, jetzt hat er, glaube ich, alle. Muss er jetzt zur Arbeit? Nee, denen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Er muss nicht zur Arbeit. Level 4 der Feinschmecker-Kochfähigkeit erreichen. Okay. Du hast einen ziemlich guten Geschmack. Hast du Lust, mit mir auf dem Flohmarkt nach einer schönen Deko für meine Wohnung wahrscheinlich zu suchen? Nein, habe ich nicht. Tut mir leid. Also eigentlich tut es mir nicht leid, aber okay. So, wir starten mal die Versammlung der Haushalts-AG. Und das, was er da als Idee hat, ist eigentlich keine schlechte Idee. Nur darfst du energiegeladenes Training machen. So, was haben wir denn nicht hier eigentlich? Reparieren, säubern, garten, kochen, backen. So. Das ist schön. Dann dürfen die Leute sich mal um den Garten kümmern, was sie jetzt auch hoffentlich tun. Warte, man kann das säubern? Okay. Sie backt erstmal. Sie stinkt ein bisschen, ne? Oh, die ist voll dick geworden, ey. Leute, macht doch mal Sport. Wir müssen mal so Sporttage hier in Sims einführen, ne? In unserer. Bei den Leuten hier. So, dann gehst du hier nochmal trainieren, bitte. Oh, ein Fitnessraum und ein Yogaraum. Das machen wir im Keller. Das wird der beste Keller des Jahrhunderts, ey. Dann können wir die Sauna nämlich noch dazwischen vielleicht bauen. Das wäre eine Idee. Ich habe da schon Designideen. Oh. Wer hat hier was? Level 10 der Kochfähigkeit. Olivia. Da haben wir schon die zweite Person mit Level 10. Das ist schön. So, wir müssen jetzt, glaube ich, noch 500 sammeln, damit wir Claudio endlich in diese Gruppe reinholen können. Oh. Aber wir müssten echt mal so einen Butler hier einstellen. So ein Fitnessraum im Keller wäre echt eine gute Idee. Aber wir sammeln erstmal ein bisschen Geld an. Apropos Geld. Wie sieht's mit Rechnung aus? Das wäre jetzt mal die nächste Frage. Ist noch nicht da. Okay, dann halt nicht. Gut, dann darfst du doch mal schnell duschen gehen. So nach dem Sport. Und was macht er? Er stört sie erstmal beim Baden. Super. Okay. Dann mach mal mit, indem du aufwischst. Den ersetzen wir jetzt einfach mal. Oder auch nicht. Wir reparieren ihn besser gesagt. So, hör mal auf, das aufzuwischen. Das macht nämlich keinen Sinn, wenn es kaputt ist. So. Dann nebenbei noch schön Energy. Voll die gute Idee, einfach seinen Schrauben-Dings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 -D
Drea da reinzuhalten. Und danach ist es wieder heile. So funktioniert das. Er schraubt auch nur an zwei den gleichen Stellen rum und danach ist das ganze Ding wieder heile. Auch wenn es hier unten blitzt und er im Wasser steht, aber ich sag dazu nichts. So, dann darfst du das mal wegwerfen und aufwischen und die Wände darfst du runter machen und aufräumen. Unwohl. Ermüdet wegen Training. Ja, okay. Hat er jetzt peinlich berührt. Okay. Ihr macht das toll, Leute. Ich bin gerade in der Küche am Gange. Guck mal, hier steht noch was. Aufräumen. So. Ja, wir müssen hier echt noch umbauen und alles, ne? Das mache ich aber in der nächsten Folge. So. Spaß. Darf er nicht haben. Du darfst erstmal in die Waschmaschine stecken. Wenn wir schon mal hier sind. Derzeit benötigt keine Pflanze Pflege. Das ist schön. Wow, du musst doch fleißig arbeiten. Danach darfst du mal Wäsche waschen. Ich finde, das ist so eine schöne Deko hier. So. Dann darfst du hier oben gleich weitermachen. In die Waschmaschine. Es war eine echt gute Idee, das hier in den Flur zu packen. Wir werden das jetzt mal ganz dreist hier mit reinpacken. Okay, dann darfst du das weglegen. Digga, was machst du denn da? Du sollst jetzt in die Waschmaschine stecken, du Idiot. Boah, ey. Eigentlich kann der auch sein Sportoutfit mal ändern, ne? Ziehst du mal dein Alltagsoutfit an. Bald ist ja die Midlife-Crisis, dann stylen wir jeden ein bisschen oben. Ey, da freue ich mich schon drauf. Halbzeit. 9 Tage. So, dann Wäsche waschen. Dann kannst du wahrscheinlich schon nach unten gehen. Weil die nämlich auch gleich fertig sein wird, die Wäsche, tippe ich mal. Oder auch nicht. Okay, dann gehst du halt erst auf Toilette und gehst duschen. Und dann ist die Wäsche fertig. Damit das Aquarium schöner riecht, sprühe ich das mal ein bisschen ein. Ich bin jetzt der Fünfte, der das macht. Also wir finden alle, dass Aquariums stinken. Oder Aquarien. Aquariums, genau. Eigentlich könnte man hier so Toilettenbereich und so auch mal verschönern, ehrlich gesagt. Digga, du sollst eine erfrischende Dusche nehmen. So. Dann ist alles erledigt. Wir können die Versammlung enden lassen. Die Gruppe vergrößern. Das letzte Gruppenmitglied hinzufügen. Claudio. So. Dann leeren wir das mal wieder. So. Und dann können wir im nächsten Part unsere Fitnessgruppe da machen. So, du darfst jetzt aber erstmal einen Multi. Oh, wir müssen den Staubsauger hier nochmal machen. Oh, der kriegt einen Namen. Er heißt. Tim. Oh mein Gott, ist der toll. Ist der super.
Geht er auch in andere Räume, Multiplayer-Spiel spielen, Party Frenzy? Mit Phyllis, Claire und Victor. Mit denen verstehst du dich jetzt am wenigsten gut bisher. Ich freue mich über diesen Saugroboter. Ist das cool. Digga, warum gehst du denn wieder rein? Automatische Reinigung. Boah. Geil. Der saugt zwar nur hier vorne und hier kann alles dreckig sein, aber egal. Der ist super, der Typ, ey. Unser Tim. Ey, so ein Ding. Die sind ja nicht teuer, oder? Ich gucke mich hier gerade in meiner Wohnung um. Das wäre mal voll die Idee hier. Ey, so ein Ding brauche ich auch. Ich google mal. So automatischer Fußdingsreiniger. Das Ding muss ich mir mal anschaffen, ey. Mal gucken. Wäre voll geil, wenn der einmal am Tag hier durchlatscht, ne? Und abends entleere ich den einfach. Ich habe nämlich das Problem, meine Kaninchen laufen ja täglich hier rum. Und die verharren halt hier alles, ne? Willst du mich eigentlich verarschen, Digga? Warte mal. Du kannst ja Schach spielen, du bist ja so ein Logiktyp. Und zwar am besten mit Victor. Weil Victor braucht Logik. Der steht jetzt extra auf. Und dann kannst du nämlich mit Victor labern nebenbei. Yo, Victor, mein Buddy. Ach, die machen das auch so. Okay. Tag verschönern. Über Gourmet-Speisen reden. Über Kochen reden. Über kognitive Konzentrationsmethoden reden. Über Spieldings diskutieren. Interessen. Was man halt so macht. Brillante Ideen. Blumenkompliment über Aussehen machen. Bei Geschicklichkeit reden. Macht man halt mal so Sonntag um 23 Uhr irgendwas. Draußen am Schachtisch ist ganz normal. So, wir müssen diesen Garten auch mal verschönern. Der ist einfach hässlich. Ich würde ehrlich gesagt aber gerne noch die nächste Rechnung abwarten. Aber vielleicht kommt die ja schon. So. Hey, wow. Okay. Du darfst mal das verdorbene Essen aussortieren. Jetzt hör mal auf, Schach zu spielen und mit dem Victor zu labern. So ein Kuchen bringt dir nämlich eigentlich auch nichts. Okay, wir packen den mal hier rein. Dann darfst du mal den Müll rausbringen. Was man halt so macht, ne? Aber ich muss mal so ein Cube-Haus bauen, ey. Da habe ich voll Bock drauf. Abendessen servieren. Cäsarsalat. Und sie gönnt sich erstmal ein Stück Kuchen. Draußen macht wieder jemand Krach. Das Wetter sieht ja nicht so bombe aus. Ich wollte erst heute Abend einkaufen gehen, weil es dann immer ein bisschen leerer ist im Supermarkt. Aber ich überlege, ob ich vielleicht dann doch bald mal losfahre. Aber ist eigentlich auch egal. So, Olivia hat Geld verdient, das ist schön. Mein Bro wollte eigentlich sogar noch zum Dings fahren, zum See. Aber ich glaube, das erübrigt sich ein bisschen. Ja, setz dich mal an den schönen Essenstisch. Sie kocht hier erstmal Hot Dogs, ey. Nee, Tofu-Burger. Tofu-Burger ist auch gut. Hot Dogs, Tofu-Burger. Salat. Ich liebe Salat. Ich muss mal trainieren, weil ich werde dick, aber Salat.
Sind da Pilze drin? Egal. Okay, dann darfst du noch mal auf die Toilette gehen. Darfst du Lilly da verscheuchen und dann gehst du mal schlafen. So. Ja, 10 Stunden bis zur Arbeit. Okay. Nach dem Schlafen darfst du dann noch mal was servieren. Ein Gourmet-Menü. Ein Salat. Noch ein Salat. Warum nicht? Und am besten machst du gleich mehrere. Gourmet-Menü. Knoblauchnudeln. Gourmet-Menü. Oh, Zählsalat ist auch Gourmet-Menü. Hähnchen, Saltimbocca. So. Das passt. Play. Wobei wir Lillys Raum wieder erweitern könnten. Aber irgendwie wäre das auch blöd, weil das ist so schön abgetrennt hier. Wir machen eine Bücherei da draus und machen im Keller dann den Fitnessraum. Aber ich, wie gesagt, ich warte lieber besser nochmal auf die Rechnung. Damit wir nicht wieder im Dunkeln stehen. Das wäre nämlich nicht so geil. So. Bist du dann auch bald mal ein bisschen ausgeschlafener? Und zwar jetzt. Habe ich jetzt mal so beschlossen. Wir müssen deine Froschsammlung eigentlich nochmal erweitern, ne? Fällt mir so auf. Lilly muss dann bei der Arbeit sein. Das ist jetzt natürlich schlecht, weil wir sie gleich spielen müssen. So, wenn er damit fertig ist, dann werden wir ihn mal unterbrechen, dass er dann gleich das nächste anfängt. Ach, der kocht gleich einfach. Weiter, das ist ja schön. Ein Glück. Feinschmecker Level 3. Sehr schön. Essen, Getränk bewerten oder Kolumne schreiben. Da geht's los, ne? Wir kriegen die ja alle noch befördert. Wir sind ja bald erst bei der Halbzeit. So, du darfst da mal fleißig arbeiten. Boah, Nudeln. Lecker. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der Welt immer, der keine Nudeln mag. Ich habe so ein Gefühl. So, ich würde jetzt aber gerne mal alles einfach hier reinschieben. Wir müssen schon wechseln. Lilly ist bei der Arbeit, das heißt, wir können jetzt hier schön alles schnell vergehen lassen. So. Entleeren wir das mal. Ich würde das hier im Garten vielleicht auch einfach wegmachen, weil wir einen Trockner haben. So eine Wäscheleine sieht zwar schön aus, aber es ist irgendwie kontraproduktiv, finde ich. Dass wir das mal entfernen. So ein Kehrblech finde ich jetzt nicht verkehrt im Garten, aber das können wir vielleicht irgendwie hier mit hinhängen. Wir können ja allgemein mal gucken, was wir mit diesem Garten machen, ne? Also hier den Produktivgarten, den können wir so lassen, das ist kein Problem. Machst du mal wieder schnell, bitte. So, Leute sind bei der Arbeit. Ja, unser schönes Haus muss einfach erweitert werden. Vielleicht sprühen wir auch mal neuen Boden. Kies schön und gut, aber man kann sich auch irgendwann mal was anderes angucken. Und so einen weiteren Zaun hier vielleicht hinbauen. Fände ich vielleicht keine so schlechte Idee. So, wir haben hier Berichte bekommen. Das ist schön. Ja, ich wusste, dass wir eine Rechnung bekommen. Ich wusste es. Oder auch nicht. Doch. 18.000, genau. 11.000. Werden wir dann bezahlen und dann können wir nämlich die nächsten Gelder, die stecken wir dann in den Keller. Ich denke mal, ich werde das hier so anbauen. Und zwar so, dass wir, ich sag mal, hier noch so einen fetten Raum ranbauen.
Dann kann man hier auch noch später irgendwas anbauen, aber auf jeden Fall hier den Fitnessbereich. Hier einfach noch so ein Eingangsbereich, ich sag mal so mit Umkleiden mäßig, da machen wir hier die Sauna hin. Und hier kommt dann der Yoga-Bereich hin, dachte ich mir so. Und dann können wir hier diesen Raum hier erweitern. Der Hobbyraum, dass der dann hier so ein bisschen um die Ecke geht. Und dann gucken wir mal, was da noch so Schönes angeboten werden kann im Hobbyraum. So eine Malerecke wäre nicht schlecht. Aber wir schauen erstmal dann. So, sie ist angespannt. Ja, das kann ich verstehen. Das wäre ich auch, wenn ich so 100 Millionen Jahre arbeiten müsste. So, ich sage aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.